Bonjour Beauté, schön, dass ihr da seid. Es ist für mich ein bisschen schwierig zu erklären, was genau ihr in diesem Video erfahren werdet. Es geht grundsätzlich um das Thema, wer bin ich und was mache ich überhaupt? Aber es ist für mich auch ein sehr persönliches Video. Ich möchte einen Einblick darüber geben, wie ich überhaupt hier hingekommen bin und was so mein Weg in die Welt der Schönheit war. Deshalb, ja, bin ich noch ein bisschen nervös, aber ich hoffe, es gibt dem einen oder anderen, den es interessiert, einfach einen tieferen Einblick in meine Welt, in meine Arbeit und in meinen Werdegang. Und deshalb wünsche ich euch dabei ganz viel Spaß. Ja, über was sprechen wir? Wer bin ich und was mache ich eigentlich? Ich möchte gerne einmal komplett zurückspulen über meine ganz allerersten Schritte in die Beauty-Welt. Und zwar hat es eigentlich angefangen, als ich 11 Jahre alt war. Ich meine, klar, habe ich auch vorher schon viel mit Make-up gespielt. Ich habe oft meiner Mutter die Schminksachen geklaut. Aber als ich 11 Jahre alt war, hat meine Mutter eine Kosmetikausbildung angefangen. Und das war für mich schon ein sehr spannendes Thema. Ich habe ihr oft zugeschaut, wie sie abends noch am Tisch gesessen und gelernt hat, wie sie alles schön sauber in ihr kleines schwarzes Buch abgeschrieben hat und was sie damals alles gelernt hat über die Haut, über die Struktur, über Zusammensetzungen, über Techniken. Das fand ich damals einfach schon sehr interessant, wie tief diese ganze Materie eigentlich geht. An meinem 12. Geburtstag hat sie dann ihren ersten Laden eröffnet und das war eigentlich der erste Tag, wo ich schon so richtig meinen ersten Fuß in die Branche gesetzt habe, sage ich mal. Ich habe damals schon viel mitgeholfen, war immer präsent, durfte bei der Tombola die Lose rausziehen und all solche Sachen. Ich weiß noch, ich hatte damals so extrem rappelkurze Haare. Da sind viele Erinnerungen, die gerade hochkommen. Ich habe natürlich oft versucht, mit dabei zu sein, zu schauen, was sie macht, wie sie was macht. Sie hat angefangen, mich auf die ersten Kurse mitzunehmen, auf die Seminare oder Schulungen von den verschiedenen Marken. Ich habe angefangen, damit rumzuspielen, habe meinen ersten Pinsel in die Hand genommen und habe versucht, ganz krasse Farben damals ineinander zu blenden. Ich war dann halt irgendwann so in dieser Schullaufbahn drin und habe mir einfach immer wieder die Frage gestellt, warum mache ich das? Und habe mich dann einfach mit der Frage beschäftigt, was will ich oder was war das Einzige, was mich bisher wirklich mein Leben lang interessiert hat oder begeistert hat. Und das war nun mal einfach die Beauty-Welt. Das war die einzige Konstante, die ich mein ganzes Leben lang hatte. Und es war halt immer so, wenn ich Themen hatte, die mich nicht sehr stark interessiert haben, dann habe ich daran einfach relativ schnell das Interesse verloren und habe mir was Neues gesucht. Und das war wirklich die einzige Beschäftigung, die mich wirklich seit ich 11 Jahre war durchgehend begleitet hat. Also bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mom, ich möchte eine Make-up-Artist-Ausbildung machen. Ich möchte das gerne lernen. Und meine Mutter hat gesagt, nein, machst du nicht. Wir haben sehr viele Diskussionen und Gespräche damals darüber geführt. Meine Eltern waren absolut nicht begeistert von meiner Entscheidung. Und wir haben dann damals einen Kompromiss gefunden. Meine Mutter hat gesagt, wie wäre es, wenn du erstmal mit Kosmetik anfängst und dann sehen wir weiter. Und dann habe ich das Ganze auch gemacht. Und zwar war es damals relativ neu, dass man eine Kosmetikausbildung als klassische Ausbildung machen konnte. Davor war das immer nur eine private Ausbildung und meine Ausbilderin war meine Mutter. Das war eine extreme Zeit, das war sehr cool. Ich habe extrem viel gelernt, aber wer meine Mutter kennt, weiß, dass sie auch sehr tough ist und sie hat mich einfach extrem gefordert. Ich habe dann aber nach circa einem Jahr gemerkt, dass Kosmetik sehr schön war. Ich habe in dem Jahr wirklich sehr viel gelernt und ich finde gerade in Bezug auf Make-up ist es schon sehr wichtig, wenn man die Haut kennt und versteht. Aber ich wollte nicht mehr nur in der Kabine sein. Ich wollte aus der Kosmetikkabine raus. Aber ich möchte gerne trotzdem weitermachen. Ich möchte jetzt trotzdem die Make-up-Artist-Ausbildung machen. Und dann habe ich das auch gemacht. Ich habe quasi meinen Koffer gepackt und bin nach München gependelt und habe quasi nebenbei in der Gastro gearbeitet. Habe halt nebenbei versucht, ganz viel Geld zu verdienen und zu sparen, damit ich mir die Make-up-Artist-Ausbildung bezahlen konnte und auch natürlich die ganzen Fahrten, die Hotelkosten nach München. Also es war damals schon sehr heftig. Es war aber für mich auch eine sehr aufregende Zeit, weil
ich halt einfach wusste, dass ich das unbedingt möchte und mir das halt damals schon selber erarbeiten musste. Also es war nicht so, dass ich irgendwas von meinen Eltern hinterhergeschmissen bekommen habe oder dass es eine leichtfertige Entscheidung war. Ich wollte das damals unbedingt und ich musste halt auch echt viel dafür machen. So, das waren so die Anfänge. Ich habe also damals gestartet mit einer Visagisten-Grundausbildung und habe dann direkt weitergemacht für die Hair- und Make-up-Artist-Ausbildung. Was genau der Unterschied ist, das kann ich gerne in einem separaten Video mal erklären. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob es euch interessiert. Aber zurück zum Thema. Das waren die ersten Ausbildungen. Ich wollte natürlich unbedingt noch eine HWK-Zertifizierung haben, weil ich damals dachte, man muss so etwas haben. Ich glaube, die wenigsten haben das heute und unterm Strich muss ich auch sagen, es hat mir nicht wirklich viel gebracht. Es hat mich einen Haufen Geld gekostet und es war sehr viel Aufwand und sehr viel Arbeit. Aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mein Make-up-Artist-Zertifikat mit HWK-Zertifizierung in der Hand gehabt und habe mir gedacht, so, was mache ich jetzt? Ich habe ein Nebengewerbe eröffnet, weil ich damals zu der Zeit und auch schon ein bisschen vorher sehr fotoaffin war. Ich habe damals knallrote Haare gehabt und habe regelmäßig Fotoshootings gehabt und hatte deshalb so die ersten Kontakte schon mit Fotografen, mit denen ich gerne gearbeitet habe. Und das war so mein erster Einstieg in die berufliche Beauty-Welt. Ich habe mich damals aber trotzdem natürlich für einen festen Job beworben und habe als Make-up-Artist für die Marke Bobbi Brown angefangen. Das war damals für mich eine sehr aufregende Zeit. Ich bin natürlich in einer der krassesten Türen in Deutschland gekommen. Und ich muss sagen, alles, was ich in der Ausbildung gelernt habe, habe ich mehr oder weniger da immer komplett über den Haufen geschmissen und habe einfach Make-up komplett neu entdeckt, komplett neu gelernt. Auch die Unterschiede. Zum einen arbeite ich zum Beispiel am Set oder direkt mit Menschen. Wenn man in der Industrie arbeitet, ist es oft so, dass du in eine Box gesteckt wirst und du darfst nicht nach links und nach rechts gucken. Und das hat für mich einfach nicht gepasst. Ich bin halt jemand, der extrem flexibel ist, der extrem intuitiv ist und der gerne auch mit anpackt. Und ich habe mich in dieser Position einfach irgendwann nicht mehr wohl gefühlt. Deswegen habe ich das einfach an die Wand geschmissen, bin dort weg, habe dann mal kurze Zeit noch für eine andere Firma gearbeitet, aber das hat hinten und vorne auch nicht zu mir gepasst. Irgendwann war dann halt einfach der Punkt da, wo ich gesagt habe, okay, ich habe die Branche, die ich liebe, was genau möchte ich damit machen oder wo möchte ich damit hin? Und was mich halt schon immer sehr begeistert hat, war das Training. Ich war sehr neugierig auf alles, was ich gelernt habe. Ich habe Wissen aufgesogen und ich wollte auch gerne mein Wissen weitergeben, weil ich schnell gemerkt habe, dass es viele gibt, die vielleicht noch Probleme mit den ein oder anderen Sachen haben oder die einfach dankbar sind, wenn man sich mit denen beschäftigt oder denen was zeigt und erklärt. Und dann stand eigentlich für mich fest, dass ich auf jeden Fall in den Trainingsbereich gehen möchte. Ich habe mich dann aber entschieden, mich komplett selbstständig zu machen und einmal volle Kanne Risiko reinzuspringen. Es war nicht die allerbeste Zeit, weil ich hatte keinen festen Job. Ich bin gerade in meine allererste eigene Wohnung gezogen, keine Rücklagen gehabt, das war eine Katastrophe. Und ja, ich habe einfach gedacht, es wäre eine gute Idee, mich jetzt selbstständig zu machen. Also auch das war für mich wieder eine sehr krasse Zeit. Ich habe dann in der Selbstständigkeit unheimlich viele verschiedene Facetten der Branche nochmal erfahren können. Ich konnte mit verschiedenen Marken arbeiten. Ich habe irgendwann angefangen, auch mir ein Team aufzubauen und konnte mit dem Team arbeiten, konnte denen Jobs und Positionen mitvermitteln. Es war für mich auch sehr spannend und sehr cool. Insgesamt war das für mich eine sehr aufregende Zeit. Es werden dieses Jahr 3 Jahre Selbstständigkeit. Auch mein Unternehmen hat sich in diesen 3 Jahren immer wieder verändert und weiterentwickelt. So die letzten 1,5 Jahre habe ich mich sehr, sehr intensiv mit dem Trainingsthema beschäftigt. Ich durfte als Referentin mit verschiedenen Schulen arbeiten, habe dort im Rahmen von Make-up-Artist-Ausbildungen referiert, habe Marken oder Firmen betreut, als freie Trainerin, als externe Education-Managerin. Das heißt, ich durfte Schulungskonzepte erstellen, Schulungsunterlagen, durfte Mitarbeiter, Leute, Parfümerien, Institute, alles Mögliche trainieren. Es war für mich eine sehr, sehr coole Zeit. Also nach wie vor mache ich das von Herzen gerne, weil es mir einfach Spaß macht, wenn ich wirklich mein Wissen weitergeben kann und wenn ich merke, dass es jemand sehr dankbar und sehr
herzlich einfach annimmt. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Dann gab es wieder so einen Moment, wo ich mir, ja, wie soll man das sagen? Ich habe angefangen, mir etwas unsicher zu werden über meine Position, weil ich unheimlich viel für die Firmen oder für die Auftraggeber gegeben habe und irgendwie meine Firma oder mein Unternehmen immer so ein Stück weit hinten dran gestellt habe. Ich habe immer gedacht, ich muss mich erst beweisen, ich muss erst was zeigen, ich muss erst die und die und die Referenzen sammeln, damit ich das und das machen kann. Also auch in der Selbstständigkeit hatte ich irgendwie unheimlich viel Druck, weil ich zum einen natürlich auch für die Jahre an Erfahrung und für die Position, die ich habe, extrem jung bin. Und dann ist es oft so, dass man sich immer erstmal beweisen muss. Dann kommt man irgendwo an und die Leute schauen dich an, mustern dich von oben bis unten und denken, was will die Kleine denn hier? Und dann fangen sie an, vielleicht mit mir zu arbeiten und merken, okay, da ist ja doch schon ganz schön was dahinter. Und irgendwann war ich es einfach leid, mich immer wieder beweisen zu müssen. Ich habe mir gedacht, hey, ich bin nicht erst seit 2 Jahren in der Branche. Warum muss ich das immer wieder rechtfertigen? Warum habe ich Probleme damit, wenn ich meine Meinung äußere? Das hat sich dann so die letzten paar Monate einfach mitgeschleift, diese Unsicherheit oder Unzufriedenheit oder einfach nicht zu wissen, wo ich richtig aufgehoben bin. Denn es war auch ein Stück weit schon immer so, in jeder Position, in der ich war, musste ich mich ein Stück weit anpassen. Wenn du zum Beispiel für die Marke arbeitest, musst du so reden, musst du so aussehen, musst du das machen. Ich bin zwar sehr vielseitig, ja, aber ich hatte immer schon vor meiner Selbstständigkeit das Gefühl, dass man sich für die Branche auch ein Stück weit verändern muss. Dann irgendwann kam noch dazu, dass die Werte, die mir persönlich wichtig sind, wie zum Beispiel Ehrlichkeit, ehrliche Feedbacks, Kompetenz, Service, einfach mal etwas mehr geben, als man machen muss. Das ist für mich normal. Ich weiß nicht, ob es einfach durch das kommt, was ich alles von meiner Mutter gelernt habe oder vielleicht auch von der Gastronomie. Also für mich war Service schon von klein auf Standard. Und ich habe einfach gemerkt, dass es in dieser Branche nicht normal ist, sondern dass ich damit schon etwas anecke, sogar an manchen Stellen, dass das nicht so gerne gesehen wird von allen, dass da jemand kommt und mehr macht, weil dann heißt es ja, dass die auch mehr machen müssen und die haben vielleicht gar keinen Bock drauf oder es war insgesamt einfach für mich etwas schwierig und immer war irgendwo dieser Druck da, in diese Rolle auch reinzupassen und diese Rolle perfekt zu erfüllen. Witzigerweise waren das alles so Eindrücke, die sich die letzten Monate bei mir extrem angehäuft haben und ich immer wieder über viele Sachen nachgedacht habe, über mich, über mein Unternehmen, über meinen Job und deswegen ja, habe ich für mich einfach den Entschluss gefasst, dass ich mich darauf konzentrieren möchte, was mich wirklich glücklich macht und das ist zum einen mein Wissen weiterzugeben, nach wie vor, aber ich habe gedacht, man muss sein Wissen an die Mitarbeiter weitergeben, weil die dann mit den Menschen arbeiten oder mit den Endkunden, wie auch immer man das nennt. Und dass mein Wissen ja besser dort aufgehoben ist, weil dann kann ich vielleicht mehr Menschen damit erreichen, wenn ich das breiter verstreuen kann. Ich habe aber gemerkt, gerade jetzt die letzte Zeit unheimlich viele persönlich auf mich zugekommen sind, mir Nachrichten geschickt haben, mir Fragen gestellt haben. Hey, ich will mir gerne einen neuen Duft bestellen, ich bin mir da ein bisschen unsicher, würdest du mir den oder den empfehlen? Oder ich will mir eine neue Foundation bestellen, ich bin mir unsicher mit der Farbe, denkst du die oder die würde besser zu mir passen? Dass sie ausgerechnet zu mir gekommen sind und mir diese Fragen gestellt haben, war für mich schon sehr cool und irgendwo auch eine Bestätigung, keine Frage. Und deswegen habe ich einfach für mich entschieden, dass ich mein Wissen gerne an diese Stelle packen möchte, beziehungsweise ich möchte auf diesem Weg mein Wissen weitergeben und denen die Möglichkeit geben, an das Wissen dran zu kommen, die es auch möchten. Weil wenn ich den anderen Weg gehe, habe ich keine Sicherheit dafür, ob das auch genau so weitergetragen wird, ob meine Philosophie auch bei allen anschlägt oder ob die das vielleicht aufnehmen und denken, naja, soll die halt mal schwätzen und ich mache meinen Kram so wie immer.
Es geht nicht darum, dass ich andere irgendwie beurteilen möchte oder dass ich irgendwas schlecht machen möchte. Ich sage auch nicht, dass mein Weg der einzige richtige ist. Gerade in einem Beruf wie Make-up-Artist oder Beauty-Trainer, was auch immer, ist es wirklich sehr, sehr vielseitig. Also ich habe verschiedene Kollegen, die ich wirklich sehr schätze, die vielleicht trotzdem ganz anders arbeiten als ich, aber wir kommen immer an bestimmten Punkten wieder zusammen und das ist mir halt ganz wichtig. Und deswegen habe ich für mich einfach die Entscheidung getroffen, jetzt nach fast 3 Jahren wieder andere Wege einzuschlagen. Und ich möchte einfach gerne eine Anlaufstelle sein für jeden, der einfach das Gefühl hat, ich will diesen Weg nicht alleine gehen oder ich könnte jemanden gebrauchen, der für mich da ist, dem ich meine Fragen stellen kann. Das ist halt einfach mein Herzenswunsch schon immer gewesen, mein Wissen weiterzugeben, nur dass ich halt eben jetzt das Gefühl habe, dass ich es jedem zugänglich mache und jeder, der das sehen oder hören möchte, auch die Möglichkeit hat, das zu sehen oder zu hören und nicht warten muss, bis ich von meiner ganzen Deutschlandtour wieder mal zurück zu Hause bin und dann vielleicht einen Termin mit mir vereinbaren kann oder der warten muss, bis ich da oder dahin komme oder der warten muss, bis der und der Mitarbeiter eine Schulung bei mir gemacht hat, damit er dann es vielleicht mitbekommt, sondern hier bin ich direkt vor euch face to face, um euch ein Begleiter zu werden in die Welt der Schönheit. Das heißt natürlich zum einen, dass ich mich ein Stück weit aus den alten Positionen rausziehen werde. Es gibt noch 1-2 Projekte, die ich trotzdem noch betreuen werde, einfach weil mir da die Kooperation und die Zusammenarbeit wirklich sehr gut gefällt und sehr viel Freude bereitet. Es gibt noch andere Wege, die sich für mich gerade auftun, die vielleicht auch sehr spannend werden können, aber ich möchte mir auf jeden Fall diesen Kanal oder diese Möglichkeit offen halten, um einfach für euch da zu sein, um mich für euch mit gewissen Themen oder Problemen zu beschäftigen, um dafür Lösungen oder Möglichkeiten zu finden. Und ja, ich denke einfach, dass meine ganze Erfahrung oder das Wissen, was ich habe, hier am besten aufgehoben ist. Aber was mir wichtig ist, und das ist eigentlich auch so der Hauptgrund gewesen für dieses Video, ich bin keine Bloggerin, ich bin kein Influencer oder irgendwas, was in diese Kategorie geht. Ich bin aber auch keine Agentur oder sonst irgendwas. Ich merke jetzt schon, dass es für die einen oder anderen etwas schwierig ist, sich mit der oder der Position von mir zurechtzufinden. Natürlich merke ich auch jetzt schon, dass es irgendwo bei verschiedenen Stellen aneckt. Aber ich sag mal, ich habe mich damals zur Selbstständigkeit entschieden, weil ich einfach frei sein wollte und nicht gebunden sein wollte im Sinne von nur bei einer Marke, nur bei einer Firma. Ich will nicht vorgegeben bekommen, was ich sage, über was ich rede. Ich will einfach frei sein. Ich will ehrlich sein, ich will authentisch sein. Das ist der Anspruch, den ich an mich selber habe und das ist auch der Anspruch, den ich für euch habe. Ich bin weder das eine noch das andere. Wenn mich jetzt einer fragt, ja, was machst du jetzt gerade, ist es für mich einfach schwierig, das zu sagen. Fakt ist eins, ich habe jede Menge Erfahrung in der Beauty-Welt. Mein Wissen wächst stetig und ich beschäftige mich einfach mit verschiedenen Themen, weil mich das persönlich sehr stark interessiert und weil ich mein Wissen weitergeben möchte und einfach für den einen oder anderen von euch eine helfende Hand sein möchte, um euch einfach darauf zu begleiten oder euch einfach mal einen neuen Input zu geben, einen neuen Look zu zeigen, ein Produkt zu zeigen, was ihr vielleicht noch nicht kennt. All das, also ich sag mal, egal ob es eure Schwester, eure beste Freundin oder euer Beauty-Partner ist, nennt es wie ihr wollt. Mir ist Ehrlichkeit einfach sehr wichtig und das ist der Anspruch, den ich habe und den ich auch einfach insgesamt an diesen Channel oder an diesen Account oder an dieses Projekt, wie ich es sehr gerne nenne, habe. Zum anderen ist natürlich auch, wenn ich in der Trainingsposition oder in der Vertriebsposition bin, dann bin ich auch da trotzdem ehrlich. Ich habe bisher immer gesagt, ich möchte mit keiner Firma arbeiten, von der ich nicht irgendwie begeistert bin. Natürlich können das mal Produkte sein, die zu mir selber nicht passen, aber deswegen müssen sie nicht schlecht sein. Ich beurteile eine Firma oder eine Marke nach bestimmten Kriterien und es war schon immer einfach so, dass ich für mich den Anspruch habe, was mir nicht gefällt oder was mir persönlich nicht zusagt, damit arbeite ich einfach nicht. Deshalb möchte ich euch einfach nur in diesem Video erklären,
warum das ganze Thema für mich persönlich nicht so einfach ist, weil hier einfach verschiedene Welten aufeinanderprasseln und ich auch am Anfang ein bisschen Angst hatte, dass ich so sein muss, so sein muss, so sein muss. Manche sagen zum Beispiel, oh, du bist perfekt geeignet für diese ganze YouTube-Geschichte, mach das doch mal, die hängen mir schon seit Jahren in den Ohren, dass ich das machen soll. Andere sagen, das ist doch gar nichts für dich, du bist viel zu normal dafür. Ja, ich bin normal, manchmal schon, manchmal vielleicht auch nicht, ich weiß auch nicht. Ich bin, wie ich bin und ich bin auf jeden Fall ehrlich und offen und einfach hilfsbereit. Ich bin für euch da, wenn ihr Fragen habt rund um das Thema Beauty, Make-up, Skincare, Duft, Körper, Haare, Nägel, was auch immer, mir völlig egal. Es kann auch mal sein, dass die ein oder anderen Themen dazu kommen, weil es vielleicht Themen sind, die mich einfach gerade beschäftigen oder gerade sehr interessieren oder weil ihr euch das vielleicht so wünscht. Ihr solltet einfach nur sehen, dass ich nicht über irgendetwas rede, von dem ich gar keine Ahnung habe, sondern da ist einfach schon ein gewisser Hintergrund. Ich hoffe natürlich, dass es dem einen oder anderen gefällt, dass ihr das auch schätzt, die Werte, die mir wichtig sind und die ich versuche weiterzutragen. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht jedem passt oder dass hier vielleicht auch mal Feedbacks dabei sind, die der ein oder andere nicht so gut findet. Auch damit werde ich umgehen müssen. Das war mir einfach nur mal wichtig, alles rauszuhauen und wenn, ja, das hört sich jetzt so blöd an, wenn man jetzt nach so einem Video sagt, Like und Kommentierung, keine Ahnung, aber das ist natürlich so ein Herzensvideo für mich, deswegen, wenn ihr das gut findet und wenn ihr mich damit unterstützen und bestätigen wollt, dann natürlich gebt mir einen Daumen hoch oder schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Eure Meinung ist mir natürlich auch sehr wichtig, dazu zu hören und ja, wenn ihr gespannt seid, wie sich dieses Projekt so entwickelt und was hier alles so kommen wird, dann natürlich abonniert meinen Channel, weil hey, dafür mache ich doch den ganzen Spaß hier. Und ich bedanke mich jetzt schon mal bei allen, die sich dieses Video angeschaut haben und bin sehr gespannt auf eure Feedback.